Der ultimative TED-Test Teil 6. Beim letzten Mal habe ich euch gezeigt, wie ich von Sektion 1 zu Sektion 2 gekommen bin, ohne wirklich den TED abzufahren. Dabei bin ich, anders als der TED empfohlen hat, nicht die Bundesstraße gefahren, sondern habe eine Seitenstraße gewählt. Und außerdem habe ich es vermieden, durch Lütjenburg zu fahren. Inzwischen ist es 16:30 durch und die Pause habe ich auch hinter mich gebracht. Wenn der Wagen hier durch ist, geht's direkt auf die Sektion 2. Der erste Kilometer macht Hoffnung. Der erste Abschnitt ist unasphaltiert mit einer festen Oberfläche, zwar mit vielen Schlaglöchern, die witterungsbedingt da sind, aber zumindest kein Asphalt. Das Einzige, was man hier als Schwierigkeitsgrad bezeichnen könnte, ist aufzupassen, nicht in Schlaglöcher reinzufahren. Ausnahme des neuen Abschnittes der Sektion 3 und dem östlichen Teil der Sektion 1 Richtung Fehmarn war ja Lütjenburg der nördlichste Teil und auch Start der Sektion 2. In dezentem Zickzack geht es direkt nach Lübeck. Der Vorteil bei einer solchen Strecke ist natürlich, dass man sich wunderbar auf die Umgebung und die Natur konzentrieren kann und nicht unbedingt mit dem Zustand der Straße beschäftigt ist. Typisch norddeutsch sind auch hier kaum Höhenunterschiede zu überwinden.
Und hier ist auch wieder zweispurige Betonplattenstrecke. Wie ihr sehen könnt, ist der Schwierigkeitsgrad der Strecke eher nicht vorhanden. Vielleicht eine minus 2. Und nach diesen knappen 10 Minuten, Viertelstunde kommt jetzt wieder Asphalt.
Also kommt jetzt schon wieder ein Landstraßenabschnitt. Ich bin mal gespannt, wie viele Kilometer diesmal notwendig sind, über Landstraße zu überbrücken, bis der nächste spannende Teil kommt. Dazu aber mehr im nächsten Teil. Bis dann!